Ist es erlaubt, als Vater oder als Mutter sein Kind zu schlagen? Ist es erlaubt, als Vater oder als Mutter sein Kind zu schlagen? Die Gelehrten haben hier eine Überlieferung angeführt, dass sie gesagt haben, und das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Murru awladakum bis-salah. Befiehlt euren Kindern das Gebet. Wahum abna'u sab'i sinin bedeutet, während sie 7 Jahre alt sind. Wadribuhum alaiha, wahum abna'u ashra sinin. Und schlagt sie, während sie 10 Jahre alt sind und das Gebet noch nicht verrichtet. Dieses Schlagen, was hier gemeint ist, ist Raira Mubarak. Das bedeutet nicht ein Schlagen, welches wehtut. Und es gibt ein Afar oder mehrere Afar von den Sahaba, dass sie ihre Kinder mit was diszipliniert haben? Mit dem Siwak. Wie auch das Schlagen im Koran, wenn Allah Azzawajal sagt, und schlagt sie, wadribuhun, wen meint Allah Azzawajal hier? Dass man die Frauen schlägt. Was ist hier gemeint mit Schlagen? Eine Kopfnuss? Ein Ellbogencheck? Was ist gemeint hier? Wie Ibn Abbas sagt, mit dem Siwak und ähnlichem. Was kannst du mit einem Siwak machen? Die Knochen brechen? Er wird der Siwak gebrochen. Es geht hier nicht um Schlagen, Schlagen, sondern um das Tadeln, Disziplinieren. Und jedes Kind ist unterschiedlich. Es gibt Kinder, die reagieren auf diese Sachen und andere Kinder reagieren auf diese Sachen. Deswegen gibt es Kinder, wenn du sie nur anschaust. Walhamdulillah, subhanallah, der versteht. Der macht seinen Kopf runter und sagt dir, Baba, ich höre sofort damit. Andere Kinder, das sind unsere Kinder, du guckst sie an. Du stehst auf. Du kommst schon angerannt. Bringt alles nichts. Wie einer zu einem Sheikh sagte, er sagte zu einem Sheikh, Wallahi, ja Sheikh, ich versuche es immer mit Liebe bei meinem Sohn. Ich sag ihn, Habibi Ta'ala, komm her, mein Liebling. Er kommt nicht. Ich sag ihn, ja, Aini, Aini, mein Auge ist was Schönes im Arabischen. Er kommt nicht. Ich sag ihn, Ta'ali, Hayawan, er kommt angerannt. Komm her, du Tier, er kommt angerannt. Ich weiß nicht, warum unsere Kinder so sind. Subhanallah. Die wollen wirklich die Grenzen testen. Wenn du aufgestanden bist, die sind ruhig. Der wartet an. Bis zur letzten Sekunde. Und dann sagt er, ja, 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 ich verstehe. Kinder sind nicht gleich Kinder. Manchen kann man einen Klaps geben. Klaps. Aber anderen, die lässt du in Ruhe. Warum? Was haben wir gesagt? Die Kinder sind unterschiedlich. Und das Schlagen, was hier verwendet wurde von den Gelehrten, ist ein disziplinarisches Schlagen. Manche Gelehrte haben auch gesagt, nur in dieser Zeitphase, weil das auch hier in dieser Überlieferung so heißt, im Alter zwischen 7 und 10 Jahren, sie sagen nicht darüber hinaus, was bei manchen Gelehrten. Aber wir sagen, wenn du es als disziplinarische Maßnahme machst, vorausgesetzt, das Kind weiß, worum es geht. Nicht, dass er eine rechte und eine linke bekommt und er weiß gar nicht, worum es geht. Das ist katastrophal. Das Kind muss wissen, was es falsch gemacht hat. Und wenn man in diesem Sinne reagiert, dann Alhamdulillah bleiben. Aber das Beste ist, dass man das unterlässt. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wie es in einer Überlieferung bei Imam Muslim hat, sagte, ich war 10 Jahre im Dienste von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat nicht einmal zu mir gesagt, warum hast du das getan oder das getan. Das kann nur wer? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Meine Kinder haben mich heute zum Wahnsinn getrieben. Ich frage mich, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Und da sieht man, wie viele Fehler man noch hat. Wir sind so schwach bei der Geduld, subhanallah. Wenn ein Kind 4, 5 Sachen am Tag macht, große Sachen, du hängst schon den Strick auf. Sagst, heute ist dein letzter Tag. Aber dann musst du wieder zurückdenken, an wen? Al-Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wie barmherzig er gewesen ist. Na.